Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Albertina zu unserer vorletzten Ausstellung im Jahr 2021, dem zweiten Jahr der Pandemie. Wir zeigen das Werk eines Künstlers, der wohl nicht nur in Österreich neu entdeckt werden muss, Martin Noel. Martin Noel würde mit seinem Werk heute sehr leicht und sehr gut zu jener minimalistischen Kunst gezählt werden können, aus der etwa Imi Knöbel, einer seiner Freunde, herausragt. Seine Werke sind nicht Bilder, nicht Skulpturen, sie sind spezifische Objekte. Und was stellen Sie dar? Martin Noel, wohl ausgebildet als Maler, wendet sich sehr früh der Grafik zu, dem Holzschnitt, dem Linolschnitt. Aber nicht, um die Welt wiederzugeben, wie wir sie sehen, Sie, ich, was uns auffällt, was unsere Aufmerksamkeit sofort fesselt, sondern er wendet sich dem Übersehenen zu. Und nicht nur irgendeinem Übersehenen, sondern der Linie, die in der Welt existiert. Keine einzige Linie in seinem gesamten Schaffen hat Martin Noel selbst erfunden. Alle Linien, die in seinem Schaffen auftauchen, sind gefunden. Lassen Sie mich das an einem Beispiel illustrieren, das mich besonders berührt, in seiner ästhetischen Gestalt überzeugt und in seiner Erscheinung zutiefst emotional berührt. 1993 wird New York zum ersten Mal erschüttert von einem entsetzlichen Terroranschlag auf das World Trade Center. Eine Bombe im Untergeschoss des Parkhauses explodiert, zerstört mehrere Geschosse, es kommt zu einigen Toten, zu vielen Verletzten. Das bemerkt auch Martin Noel, aber er zeigt nicht das World Trade Center. Er zeigt nicht die Verwundeten. Er zeigt nicht die großen Schäden, die in diesem Gebäude am Fundament entstanden sind, bevor noch einmal 8 Jahre später das gesamte Gebäude im Erdboden verschwindet nach der schrecklichen Terrorattacke im Jahr 2001. Er sieht draußen am Asphalt um die Gebäude herum kleinste, feinste Risse im Asphalt, auf den Gehsteigen, auf den Fahrbahnen. Diese paust er ab. Es ist eine Frottagetechnik, die wir vom Surrealismus von Max Ernst kennen. Er schneidet diese Linien ganz genau und vollkommen präzise, ohne auch nur einen Millimeter vom Urbild abzuweichen, in das Linol hinein und füllt diese Linien und diese Spalten, diese Risse, diese Dokumente des Schreckens des Terrors mit Gips aus, heilt sie gleichsam wieder, alles verschleift hat uns, sodass wir heute wähnen, vor einem wunderbaren monochromen grauen Bild zu stehen, in das ein Gespinst von weißen Linien eingezeichnet ist. Ein Bild, dessen Inhalt sich nicht erschließt, wenn man nicht diese Vorgeschichte kennt. Ich kannte Martin Noel nicht. Ich habe zum ersten Mal hier seine Bilder gesehen. Und muss sagen, ich bin wirklich total ergriffen und erschüttert und berührt. Das ist eine ganz eigenartige Kunst. Ich habe nie was Ähnliches gesehen. Was mich fasziniert, ist auch die Methodik. Also die Methode, die er anwendet, um zu diesen Bildern zu kommen. Dass er in seiner Umwelt Dinge, die für alle eigentlich sichtbar sind, die aber niemand sieht, ganz selektiv bestimmte Details auswählt, die ihm wichtig erscheinen und die er dann in seinem Prozess zu großformatig und großer Kunst macht. Wobei er dann durch Weglassen, Auslöschung, das, was er hier gefunden hat, reduziert auf das, was ihm wesentlich erscheint. Also jemand, der nicht erfindet, sondern der findet und dann aus dem was macht. Wenn wir einen Holzschnitt, der tatsächlich ein geschnittenes Holz darstellt, schwarz herausgeschnitten sind einige Flecken, betrachtet, kommt man ebenso wenig auf die Idee, dass auch hier nichts erfunden ist, nur alles gefunden wurde. Es ist die Knopfleiste aus einem ganz kleinen Rembrandt-Radierwerk, das er vergrößert und letzten Endes nobilitiert und würdigt. Das Übersehene wird bildhaft. So können Sie viele Linien entdecken in dieser Ausstellung. Sie alle kulminieren in der Serie, in dem Raum, in dem ich jetzt stehe, in der Galerie, die Ottos.
Sie sind benannt nach einer Serie, die er inspiriert von Gemälden Otto Freundlich schafft. Otto Freundlich war ein tschechischer Künstler, der im Kubismus beginnt, einer der wichtigsten Künstler für Adolf Hitler, um die Degeneration der modernen Kunst anschaulich vor Augen zu führen. Eine seiner Skulpturen schmückt sogar den entsetzlichen Katalog Degenerate Art, entartete Kunst. Und Martin Noel sucht nun in den verschiedensten Gemälden dieses Otto Freundlich Linien, die ihm als die essentiellen erscheinen. Er zeichnet sämtliche Linien eines Bildes von Otto Freundlich ab und mit Tippex löscht er alle aus, bis das Wesentliche stehen bleibt. Und diese schneidet er dann in Holz und mit einer koloristischen Sensibilität, die ihresgleichen sucht, entstehen nun in ihrer Stärke spezifische Objekte, die ästhetisch befriedigend sind, die aus der Obsession nach der Suche nach dem Objet trouvé, das als Linie im Gemälde liegt, getragen ist und die für mich zu einer der originellsten und originärsten Beiträge der deutschen Kunst der letzten Jahrzehnte überhaupt zählt. Am Ende seines sehr kurzen Lebens kehrt er noch einmal zur Malerei zurück. Nur 5 Gemälde entstehen. 5 Bilder in einer Zeit, in der er den Pinsel kaum mehr halten kann, schwer gezeichnet vom Krebs, vom Gehirntumor. Und malt hier mit derselben Werf, mit der er jahrelang auf der Suche nach gefundenen, aber übersehenen Linien war, nun sein Leben. M.L. Martin Noel. Er malt den Hieronymus, er malt sein Leben, so wie es nur einer, ein österreichischer Dichter, einmal beschrieben hat. In der Kindheit, schreibt Heimito von Doderer, wird dem Menschen ein Kübel Dreckwasser über den Kopf gestülpt und das ganze Leben rennt dieses Wasser runter. So ist dann mein Leben, das letzte Werk, das er malt, aus all den Linien zusammengesetzt, aus all den Farben, mit denen er operiert hat, von oben nach unten langsam zustande gekommen, ehe der Tod Martin Noel den Pinsel aus der Hand genommen hat. Diese Ausstellung entdeckt einen der grandiosesten deutschen Holzschneider, einer der innovativsten minimalistischen Künstler, einer der Künstler, bei denen ich es so sehr bedauere, ihn nicht mehr persönlich kennengelernt zu haben. Aber durch sein Werk spricht er mit einer Intensität zu mir, hoffentlich zu Ihnen, dass es gelohnt hat, sich auf dieses Terrain des Unbekannten einzulassen. Ich lade Sie nun ein, in die Albertina zu kommen und diese Ausstellung von Martin Noel neben all den anderen Ausstellungen in den nächsten Wochen und Monaten zu besichtigen.